Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Special, passend zum Start der Europameisterschaft. Ja, ich habe es ja gesagt, ich mache mir den Spaß. Ich habe mich jetzt auch dazu entschlossen, ich mache jetzt bei nicht nur jeden Samstag was, sondern bei jedem Spiel der deutschen Nationalmannschaft zeige ich ein Fußballspiel. Ich versuche auch immer, ob das gelingt, ist eine andere Frage, die jeweilige Partie dann auch nachzusimulieren. Ihr wisst, es gibt genügend Fußballspiele, wo es nicht mal Nationalmannschaften gibt. Also vielleicht ist das auch nicht ganz so einfach. Wie dem aber auch sei, das wird es geben. Also die Nationalmannschaft spielt ja maximal 6 Mal. Das heißt also, 6 Specials sollten wir davon kriegen. Und ich dachte mir einfach, wenn wir schon anfangen, dann zeige ich mal einen absoluten Klassiker. Ihr seht schon oben Pong. Das ist auf dem GmbH, gibt es eine Compilation von 3 Spielen, Yars Revenge, Pong, klar, und Asteroids. Ich habe Asteroids und Yars Revenge schon mal für den Atari 2600 gemacht. Und da dachte ich mir einfach, klassischer als das geht's auch nicht. Er hat auch schon diese unglaublichen faszinierenden Klänge. Man spielt hier übrigens auf 9, so gesehen geht das relativ flott. Das heißt, ihr seht also dann ab der Europameisterschaft jedes Mal so ein Let's Show von einem Fußballspiel. Und bei den Olympischen Spielen habe ich mich dann entschlossen, werde ich die deutsche Fassung ein bisschen anders machen als die englische. Bei der englischen wird es wieder die Beat for Score Challenge geben. Warum kriege ich hier gerade den Ball nicht? Pong überfordert mich. Das ist so, wie es irgendeiner mal geschrieben hat, da gibt es sogar eine eigene Facebook-Gruppe für. Den Insider-Witz, du drehst bei Tetris auch das Quadrat. Ja. Es gibt jetzt Leute, die lachen. Es gibt Leute, die sagen, was will er von mir? Ja, Pong gilt als das erste Computerspiel. Da gibt es aber auch viele Diskussionen, ob es jetzt Tennis for Two war oder noch irgendein Spiel auf den Oszilloskopen. Da kann man sich lange drum. Prinzip dieses Spiels, das glaube ich gerade eiskalt verliere. Dann mache ich aber vielleicht nochmal eine zweite Runde, wenn das so schnell geht. Ihr habt diesen Schläger, den ihr auch nur hoch runter bewegen könnt. Habt diesen kleinen Ball. Ja, das ist der Pixel. Das ist ein Ball. Und ja, das war's. Und Ziel der Übung ist sozusagen, den Ball so lange zu spielen, dass der Gegner eben nicht mehr drankommt. Und dann gibt es einen Punkt. Bei 9 Punkten in der Version hat man, wie man das gerade sieht, gewonnen. Ja, ich freue mich. So, dann machen wir jetzt nochmal eins. Ich streng mich jetzt mal an. Ich weiß, ihr lacht jetzt. Er lacht jetzt bitterlich, aber wir gucken mal, ob wir es besser machen. Ich ignoriere den Satz mal. Ihr könnt, das kann ich auch schon mal sagen, natürlich irgendwelche tollen Fußballspiele vorschlagen. Die werde ich dann vielleicht, wenn es zeitlich nicht geht, vielleicht im EM-Special nicht verbraten, aber ich kann die dann gerne bei irgendwelchen anderen Let's Shows verbraten. So ist das nicht, also das ist jetzt nicht vollkommen vergessen. Ich habe mich, kann ich schon mal sagen, die ich mir aussuche, die ich dann aber am Tag des jeweiligen Spiels aufnehme, habe ich mich noch schon ein bisschen auf die Klassiker eingestellt. Also die man eigentlich kennen muss, aber vielleicht suche ich mir mal auch ein paar Graupen raus. Da gibt's ja, soll es ja auch ein total paar schlechte Spiele geben. Hust, hust, hust. So, jetzt lege ich wieder 4-1 hinten. Boah, mein zweiter Punkt. Ich bin so glücklich. Besiegt durch einen, durch einen Pixelschläger. Ich verliere das schon wieder, ne? Ich habe übrigens für die Leute, die auch gerne mal immer so zum Thema Sammlung was wissen wollen, ich habe eine Sanwa Pong-Konsole selber da. Das Lustige an dieser Konsole ist, eigentlich es hat auch ein paar Schießspieler. Also ihr kennt noch diese Sachen mit Lightgun und sowas. Und die Lightguns von damals sehen also einer echten Waffe verblüffend ähnlich. Sogar wirklich frappierend. Also das würde man heute, glaube ich, nicht mehr machen. In der ganzen Diskussion von allen Sachen, die man gern aus Nachrichten sieht, und wo ja auch gerne mal Videospiele dran schuld sind, das würde man heute, glaube ich, nicht mehr machen. Aber damals hatten die keine Skrupel. Es gab also zum Beispiel auch für, ich glaube, was für den NES oder was für den Odyssey, gab es eine absolut 1:1 realistische Schrotflinte.
Ich würde mir das gerne in meine Sammlung packen, aber ich glaube, es würde vielleicht den einen oder anderen dann ein wenig merkwürdig gucken lassen. Vor allem, weil ja so viele Leute mit dem Medium Videospiele Ahnung haben. Das ist ja auch immer die Diskussion unserer hervorragenden Politiker, wenn sie darüber sprechen und noch nie in ihrem Leben sowas hier gehabt haben, die ja noch nicht mal wissen, was Pong ist. Aber die dann eben dir erzählen, World of Warcraft ist ein Killerspiel. Richtig. Richtig, richtig, richtig. Richtig, richtig. Und Manhunt ist was für Barbie-Fans, richtig. Also, das ist auch zum Beispiel, glaube ich, eins der thematisch, glaube ich, schwierigsten Themen zu bewerten, ob das jetzt wirklich so ist oder nicht. Aber ich habe irgendwo mal, kann ich ja vielleicht mal erzählen, ich habe ja sowieso gleich verloren. Ich habe bei YouTube mal ein Video gesehen, wohl von zwei Leuten, die sich wohl kritisch mit dem Thema auseinandersetzen wollten und dann einfach mal die Spiele genommen haben, die auf diesen bekannten Listen stehen. Nicht nur, dass ich dann allein schon gelacht habe, was dann alles auf diesen Listen drauf war, weil, sagen wir mal ganz ehrlich, ich gehörte auch zu den Leuten, die die Listen sauber abarbeiteten und zu 64er Zeiten sicherlich alles gehabt haben. Aber da waren dann so Sachen dabei, man kann Blue Max nicht Mortal Kombat gleichsetzen, man kann nicht ein River Raid mit, was hatten wir da, ich glaube, war es irgendwie Teacher Busters oder so gleichsetzen, das ist vollkommener Unsinn. Also, das hatte jetzt mit Aufbereitung nichts zu tun. So ein Video spielt eher noch unseren Freunden der Zensur wunderbar in die Hände. Aber gut, wir kennen das ja alles. Wir wissen ja, was in Deutschland alles nicht rauskommt. So, das war kurz Pong. Ich will es jetzt aber auch nicht melodramatisch beenden lassen. Wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt, vorher mache ich dann immer ein kleines EM-Special. Seid mal gespannt, welche Spiele ich da rauskrame. Ich weiß, der Plexi hat auch sowas gemacht und der macht das vor der EM, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ich mache es jetzt während der EM. Seid gespannt, dann werden wir auch ein bisschen was zur EM sagen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer wohl die Europameisterschaft gewinnt. Für jeden, der das Spanien nennt, den lache ich aus, weil die haben eine Wirtschaftskrise. Das ist einfach der Grund. Wer den Euro nicht halten kann, dann kann er nicht Europameister werden. Ganz simpel. Was macht eigentlich Griechenland bei der EM? Aber gut, anderes Thema. Sehen wir uns in Folge 1 wieder. Das war das kleine Pong-Special. Wer es noch nicht kannte, das ist Pong, das sah damals wirklich so aus. Und ich bin euer Mr. Venom, 1974, und ich bin jetzt weg und verprügel jetzt einen Pixelschläger, der mich gerade zweimal geschlagen hat. Wir sehen uns beim EM-Special. Ciao! Yogi, Yogi, Yogi. Was macht eigentlich Gina Lisa Lofing bei unserer Mannschaft? Weiß keiner, ne? Das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Yogi, Yogi. Jetzt aber tschüss.